Jesus sagt, ich kann alles tun mit euch, ich bitte nur um zwei Dinge. 26. Januar 2017, Worte von Jesus an Schwester Claire, übersetzt und gesprochen von Jackie. Meine kostbaren Gefäße der Ehre, ich kann alles tun mit euch, was ich will. Wenn ihr nicht die DNA habt, es zu tun, werde ich meine DNA in euer physisches Wesen transplantieren. Und ihr werdet das nötige Talent haben. Ich bitte nur um zwei Dinge. Eine reine Liebe zu mir und ein williges, vertrauensvolles Herz. Mit diesen freiwilligen Attributen von euch kann ich alles tun. Und sehr zu jedermanns Überraschung tue ich das oft. Ihr seid nicht begrenzt durch vergangene Misserfolge und Grenzen, die ihr niemals überschreiten konntet. In Wirklichkeit könnte es sein, dass ihr nicht in der Lage wart, sie zu überschreiten, weil ich fühlte, dass ihr noch nicht dafür bereit seid und die Gabe hätte euer Verderben sein können. Musik ist besonders heimtückisch als Gabe, weil Menschen anfangen, den Künstler anzubeten und es kann ihnen sehr schnell zu Kopf steigen. Aus diesem Grund gibt es viel Mäßigung, Abhärtung und schwierige Ereignisse in der Vergangenheit meiner Musiker. Sie müssen die Salbung tragen, um euch alle in meine Gegenwart zu bringen. Dies ist eine priesterliche Aufgabe und nicht alle leben ein reines und priesterliches Leben. Das ist der Grund, warum ihr seht, wie ältere Musiker herangezogen werden. Sie haben die Launen und Eitelkeiten der Welt durchgemacht und sind zur Erkenntnis gelangt, dass nur ich wichtig bin. Bitte versteht, dass ihr perfekt ausgestattet seid für jede Aufgabe, die ich euch gebe. Eure Fähigkeiten werden nicht gebraucht, euer Herz und eure Unterwerfung jedoch schon. Ich platziere meine Wünsche in euer Herz. Also bitte ich euch, in euer Inneres zu blicken und eure Sehnsüchte zu erkennen. Ich habe sie aus einem bestimmten Grund dorthin platziert. Wenn ihr entdeckt, was unter jenem pochenden Herzen liegt, könnt ihr es zu mir bringen, um es Realität werden zu lassen. Ich warte auf einige von euch, dass ihr euch selbst entdeckt und was ich für euch habe. Sucht mich, bis ihr mich findet, und ich werde euch die Wünsche eures Herzens erfüllen. Genau wie es geschrieben steht. Sucht zuerst das Königreich Gottes und all diese Dinge werden euch hinzugefügt werden. Matthäus 6,33. Denkt daran, es ist mir wirklich ein Vergnügen, euch Freude und Erfüllung zu bringen.